Moin, herzlich willkommen hier zur Mittwochsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach Map 2-1 ohne Gräben. Und ja, wir sind dabei. Ich starte zwar eine neue Aufnahmesession, aber das wird wirklich nur diese eine Folge jetzt gerade sein, die ich hier jetzt starte. Weil es jetzt Dienstagabend ist, vor dem Tag, wo ihr praktisch das Video seht. Und es ist auch schon relativ spät, wie ihr oben ja sehen könnt, 10 vor 11. Hatte auch einen langen Tag, daher bin ich heute nicht dazu gekommen, eine lange Aufnahmesession zu machen. Aber das ist ja auch erstmal egal. Wir sind erstmal dabei, weitere Fahrzeuge zu verkaufen. Alte Sachen, die wir haben, die wir nicht mehr brauchen in Zukunft. Ich bin auch weiter dabei, das Transportpack zu testen. Ich habe also, die Lok ist noch nicht ganz fehlerfrei. Ich habe da noch ein paar Sachen geändert. Ich kriege da noch Fehler. Ich muss das noch analysieren, woran das genau liegt. Aber ja, muss mal gucken. Am Wochenende wird es ja wieder Livestreams geben, Freitag und Samstag. Und wenn ich das bis dahin hier im Singleplay fehlerfrei habe und dann das auch im Livestream, im Multiplayer fehlerfrei läuft, dann werde ich danach werde ich das irgendwie versuchen, dass ich das dann am Wochenende hochlade und dann mal gucken, wie schnell das freigeschaltet wird. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist, dass es fehlerfrei läuft. Und das kann ich eben noch nicht versprechen. Ihr seht links oben in der Ecke, ich bin auch auf Feld 45, immer noch am Düngen. Das haben wir ja letztens gekauft. Und ja, wir müssen hier auf jeden Fall mal ein bisschen aufräumen am Hof. Ein bisschen alte Fahrzeuge verkaufen. Und was alles so dazugehört. Fahrzeug hier muss jetzt auch mal getankt werden. Und anschließend muss das dann auch mal gewaschen werden. Der tankt. Brauche ich ja nicht bei stehen bleiben, dann kann ich ja hier die beiden Trailer verkaufen. Ja, der Kurs ist noch vom, nach der Überführungskurs vom Rinderhof. Aber diese beiden Ballenanhänger brauchen wir nicht mehr, weil wir ja von nun an das eigene Transportpack benutzen wollen. Ich habe übrigens jetzt heute nochmal den Autoload-Bereich ein bisschen vergrößert, sodass der im Prinzip ungefähr genauso groß ist wie bei dem Fliegel-DPW-Pack, bei den Anhängern. Das gefiel mir ganz gut, der Autoload-Bereich. Der bei meinem Pack, der war etwas, war mir zu klein. Also auch um einiges zu klein tatsächlich. Und daher habe ich den dann mal doch entscheidend vergrößert. Damit man dann auch Paletten und sowas vernünftig von den Palettensammlern holen kann. Mal gucken, ob das vielleicht zu groß jetzt geworden ist, aber ich hoffe nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich denn noch überall alte Fahrzeuge habe, die ich verkaufen müsste, könnte, wollte. Ich will auch gleich nochmal was nachschauen. Ich habe ja auch einen neuen Attacher gebaut an mein Paket, also an meine Fahrzeuge. Ob das denn jetzt vernünftig ist, ob das vernünftig angezeigt wird, weil ich hatte da ein Problem. Bei einem von den Fahrzeugen wurde mir das nicht richtig angezeigt, obwohl die alle dasselbe Modell eigentlich benutzen. Aber naja.
verstiegen. So, einmal hier gucken. Ob er denn hier vernünftig angezeigt wird. Da unten sollte mich. Ja, da ist eine Stoßstange und darunter ist noch eine Kugelkopfkupplung. Jawohl, da auch. Ich glaube, bei meinem Sattelschlepper war das nicht. Der zeigt sich das falsch an, der steht aber hier vorne. Da laufen wir mal eben kurz hin. Richtig angezeigt, komischerweise. Da wird mir zwar der Attacher unten angezeigt, aber der Rest nicht. Da muss ich nochmal gucken, was ich da falsch gemacht habe. Jetzt muss ich mir auch gleich mal notieren. Was ich denn da machen kann. So, wollen wir uns mal durchschalten. So, achso, der muss da ja jetzt auch nicht sinnlos rumstehen. Löschen. Ah, das Schleppdach wird schon gebaut. Sehr schön. Und wir können hier. Wo steht er? Er steht da. Dann kann ich ja hier neben reinfahren. Und der steht auch da. Und dann wollen wir uns mal weiter durchsteppen. Der muss da nicht stehen bleiben. Kann da stehen bleiben. Und wir sind am Düngen. Jetzt wollen wir mal gucken. Okay. Ah, das schaffen wir wahrscheinlich, befürchte ich, nicht mehr. Mit den 12%, die wir da noch drin haben. Aber für dieses Feld heißt es auch ganz, ganz, ganz gewaltig neue Fahrzeuge kaufen. Ich möchte das mit mindestens 4 Dreschern, die hätte ich ja. Vielleicht möchte ich das sogar mit 6 Dreschern parallel abernten. Ich möchte gerne das mit Überladewagen machen. Also ich muss Überladewagen kaufen. Ich möchte das dann mit LKWs, möchte ich das dann abfahren lassen. Da würde ich mindestens 3 haben wollen, 2 Überladewagen. Und das reicht. Schauen. Kann ich noch nicht genau sagen. So, aber ihr wisst jetzt schon mal von meinem Transportpack, wo wir da stehen im Augenblick. Ich würde erstmal gerne gucken. Quatsch, da möchte ich gar nicht gucken. Ich möchte gerne mal hier gucken. Im Shop, was es denn für Überladewagen gibt. Was wir denn hier für welche haben. Hier so ein Standard. Bergmann, da passt ein bisschen mehr rein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich meine, ich habe ja Überladewagen, die ich benutze für Dünger. So, der hier fällt mal raus, das ist mal klar. Der fällt auch raus, der gefällt mir nicht. Also entweder wird es der. Der oder der.
Der würde ja eigentlich reichen. Könnte aber natürlich auch entweder... dem hier arbeiten. Das sind nur 20.000 Liter rein, das ist nicht viel. Es gibt doch bestimmt auch im IT-Runner-Pack gibt es doch bestimmt auch was. Achso, ich wurde zu meinem Transportpack gefragt, ob ich denn auch einen Hakenlift-LKW integrieren werde und ob ich auch meine Aufbauten. Ich habe also ja so einen geänderten. So eine Plattform. Sowas in der Art habe ich ja auch drin. Geändert mit Autoload und Autoload ein bisschen vergrößert und zweilagig Paletten, so meine Standardmodifikationen. Und möchte ich gern machen, möchte ich gern drin haben, habe ich aber noch nicht. Ich kann auch noch nicht sagen, wann das kommt. Es wird nicht in der ersten Version jetzt mit drin sein. Aber ich bin da dran. Ich versuche mir so einen Hakenlift zu bauen. Aber ich kann eben, wie gesagt, noch nicht genau sagen, wann das kommen wird. Mal gucken, was hier nicht überlade ich. Macht ja auch keinen Sinn. Weil es auch echt schöne Fahrzeuge sind. Gerade so der hier. Gefällt mir schon echt gut. Aber egal. Wir schweifen ab. So. So, seht ihr, jetzt ist da oben nämlich das Problem, dass mein... Ja, dem hier habe ich versucht, einen neuen Abgaseffekt zu verpassen. Jetzt kommt da gar nichts mehr. Da muss ich dann nochmal in die Lok gucken, muss nochmal schauen, was ich da falsch gemacht habe. Das gucke ich mir dann an. So, können wir jetzt die Milch endlich hier komplett raus haben? Jawoll! Milch ist weg. Das ist ja auch noch der alte sozusagen. Den können wir dann auch gleich mal verkaufen und uns einen neuen kaufen. Auch eh drei Stück. Dann war es das auch schon fast für diese Folge. Und dann können wir nämlich zusehen, dass wir das Feld zu Ende gedüngt kriegen. Zu, dass ich hier das dann so hinkriege, dass er hier auch den Attacher dann richtig hat. Ich habe ja jetzt nur noch einen Sattelschlepper, glaube ich, oder? Nur noch einen einzigen habe ich. So. Habe ich wirklich nur noch einen einzigen? Was sagt die Garage? Ist um. Ja, ich habe immer noch nicht das
das Bild wieder geändert. Asche auf mein Haupt. Siegel DPW 180, den kann ich auch mal verkaufen. Kann ich eigentlich auch jetzt hier machen, ne? Wo wir gerade da sind. Ja, verkaufen. Meine ganzen Ackerschächte. Meine ganzen Überladewagen. Aufsätze im Prinzip. Ich will nur eben gucken, nicht, dass ich mir jetzt hier noch irgendwelche Stallschlepper kaufe und irgendwie noch den Stall voll habe. Habe ich denn hier so viele und der zeigt mir nicht an, dass ich die habe. Naja, egal. Hackenlift, LKWs, alles klar. Ja, okay. Also ich habe keine LKWs mehr. Das heißt, ich kaufe nochmal eben zwei Sattelschlepper. Das hier wird auch weiter nach hinten wandern, die Kategorie. Die will ich nicht da vorne haben. So prominent bin ich dann nicht. Da muss ich nicht platziert sein da vorne. Jetzt da ist mein Semi, den ich haben möchte. Natürlich mit der größten Motorisierung. Agrarreifen. Kaufen. Und nochmal kaufen. Ja, okay. So. Haben wir gekauft. Steht da. Wunderbar. Mit dem fliegenden Attacher da unten. Warum auch immer. Da muss ich nochmal reingucken. Ich finde es lustig, dass er mir da angezeigt wird. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Okay, mein Düngerstreuer ist leer. Schauen wir uns das nochmal eben an. Wie weit wäre ich da? Ja, doch, das lohnt sich aber schon noch, den aufzufüllen, würde ich sagen. Ich werde mir bloß nie merken können, wo der steht. Das heißt, ich fahre dann einfach in die Frucht in der nächsten Folge. Und ja, macht das. Gut, okay. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like und ein Abo. Würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet morgen am Donnerstag. Natürlich auch Freitag Livestream, Samstag Livestream. Also Freitag sage ich jetzt mal zu 80% Livestream. Ich kann es noch nicht zu 100% versprechen, aber ich plane es eigentlich. Samstag auf jeden Fall ein Livestream und ja, mal gucken, wenn mein Paket dann fehlerfrei läuft, dann werden wir bis dahin auch, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, dann werde ich dann auch zusehen, dass ich das am Wochenende hochlade und zum Download stelle. Ich kann es aber, wie gesagt, noch nicht versprechen, ob das wirklich passiert. Gut, ich bedanke mich bei euch und sage in diesem Sinne dann erstmal Ciao!